Vanessa und ich sind hier heute auf dem Currywurst-Festival in Neuwied. Wir wollen uns mal erkundigen, gibt es Geheimrezepte für die beste Currywurst und was gibt es hier eigentlich sonst für Sorten? Eine gute Currywurst machen die richtigen Gewürze, das richtige Fleisch, von artgerecht gehaltenen Tieren am besten und nicht zu viel Fett. Verraten Sie mir, welche Gewürze zu einer Currywurst dazugehören? Die speziellen Gewürze verrate ich auf keinen Fall, die sind Betriebsgeheimnis. Können Sie mir erklären, wie die Currywurst nach Neuwied gekommen ist? Nee, an für sich nicht, weil sie hat relativ kurze Beine und sie muss irgendwo mitgenommen worden sein, aber ich weiß leider nicht von wem. Sie machen hier gerade eine Currywurst, ne? Wie geht das denn? Erst muss die Wurst gut gebraten werden, das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir schöne Currysoße mit Currypulver drauf machen. Können Sie mir das Geheimnis einer guten Currywurst verraten? Eigentlich nicht. Das bleibt unser Geheimnis. Welche Currywurst ist denn bei den Neuwiedern am beliebtesten? Die Schweinecurrywurst. Also ganz normal von der Bratwurst. Können Sie mir verraten, wie die Currywurst nach Neuwied gekommen ist? Nee, leider nicht. Das weiß ich nicht. Sie erzählen ja, dass in Berlin ursprünglich die Currywurst entstanden ist. Und wer sie nach Neuwied gebracht hat, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, jetzt sind wir hier vor der Berliner Original-Currywurst. Mal gucken, ob die uns erzählen, was so eine Currywurst ausmachen muss und vielleicht auch das Geheimrezept für eine richtig gute Currywurst. Genau. Und hallo! Was macht denn die Berliner Currywurst aus? Berliner Currywurst macht aus zum einen eine spezielle Soße, die einen sehr hohen Tomatengeschmack hat. Und zum anderen ist es keine Bratwurst, wie sie in der hiesigen Gegend bekannt ist, sondern es ist eine geräucherte, gekräuterte Bockwurst. Das ist die Original Berliner Currywurst. Und wie kommt die Original Berliner Currywurst nach Neuwied an den Rhein? Mit dem Curryflitzer. Sie haben hier Länder-Currywürste. Was haben Sie denn noch? Also wir haben die Schoko-Chili-Currywurst, die Deichstadt-Currywurst, Mexican, klassisch, Hawaii, Westerwälder, Piratenwurst, dann die Currywurst im Schlafrock, das ist mit Blätterteig gebacken. Dann haben wir eine vegetarische, das ist eine Banane mit im Bierteig. Und mit Honig und grünem Pfeffer. Der Renner mit ist hier die Piraten-Currywurst, aber ansonsten laufen unsere Produkte alle. Dieses Jahr haben wir, wie gesagt, diese Glühwein-Currywurst ist neu. Weiß ich nicht, wie sie läuft, aber ich denke mal, passt irgendwie hier zur Jahreszeit. Was wollen Sie denn essen? Eine Currywurst. Und welche Art? Die Mailänder. Die ganz stinknormale? Nee, Bolognese-Soße. Ach, die ist mit Bolognese-Soße. Ja, fest, hier ist nicht stinknormal. Und wie schmeckt die? Sehr gut. Ja. Probieren Sie öfter mal unterschiedliche Currywurstarten aus? Ja, sicher. Warum? Man kann ja nicht jeden Tag das Gleiche essen. Aber jetzt Heckrind, das war falsch gesprochen. Heckrind? Ja. Das sind Rinder, Wildrinder, Rückzüchtungen vom Auerochsen. Doch, wirklich exzellent. Ich muss doch bezahlen. Weißt du, die an dem Tisch essen? Ja. Ja, die an den Tisch, klar. Einmal schaffen. Sie essen gerade eine Currywurst. Wie schmeckt die? Die schmeckt gut, ist sehr scharf, aber die Anreise hat sich gelohnt. Die Anreise hat sich gelohnt. Was meinen Sie damit? Kommen Sie nicht aus Neuwied? Nein, wir kommen aus Bobitz, das ist an der Ostsee. Das ist von hier ungefähr 660 Kilometer entfernt. Und warum sind Sie dann so weit gefahren? Einmal sind wir zu Besuch bei den Müllers und zweites Mal kommen wir extra wegen der Currywurst hierher. Schmeckt die Currywurst in Neuwied anders als an der Ostsee? An und für sich nicht, aber... Aber besser doch. Aber bei uns gibt es kein Festival. Aber bei uns gibt es kein Festival. Ja. Können Sie mir eigentlich erklären, woher die Currywurst kommt? Die kommt meines Wissens aus Berlin, hat man so erfunden. Die behaupten das zumindest selber nicht. Und wie kommt die dann nach Neuwied?
Wie kommt der Currywurst nach Neuwied? Vom Metzger, der bringt sie her. Ne? Wir haben viele schöne Eindrücke hier auf dem Currywurst-Festival gesammelt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, auch hier zu sein, ja. Ja, kommt einfach vorbei, das dauert noch bis Sonntag. Und probiert selber, welche Currywurst euch am besten schmeckt. Tschüss!